hier Doppel-Peace, Leute, von der Seite. Ich möchte ganz kurz einen Netto-Prof machen. Hier sieht man einmal keine Makros. Hier so sieht man auch, dass hier nichts drin ist. Und ich installiere jetzt praktisch alles in Minecraft eine neue Version. Profil, neues Profil. Was ich downloade, sieht direkt. Das heißt, ich nehme eine noch nicht verwendete Version. Also die wird jetzt hier vor unseren Augen heruntergeladen, damit man sich sicher sein kann, dass das Ganze legit ist. Alter, das Licht ist wirklich ein bisschen irritierend. Sag ich das? Nö, das juckt nicht. Oh gut. Ich schaff das schon. Lights. Ich hoffe, das geht alles funktionieren. Ich habe noch nie diese Version gespielt. Also erstmal prove ich das, was bei mir am meisten Leuten bei mir auffällt, weshalb ich meistens tech resettet werde. Mein Knockback. Ich glaube, ich habe den schon am Band. Ne? Weil ich wurde von diesem Server wegen Butterfly-Clicking gebannt. Also erstmal, das zeige ich gleich nochmal im Anschluss, wie das dann ausschaut, wenn ich Butterfly, welche Technik ich nutze und ja. Was ist denn der Supio? Wollte ich eigentlich gar nicht, weil das hier werde ich absolut reinscheißen. Denn ich habe wieder keine Mods drin, die ich für Speed 2 brauche. Gegner war jetzt aber auch nicht gerade die Herausforderung in dem. Man sieht das allererste Mal auf meinem Mauscursor und das ist by the way der beste Play auf dem Server, den haben wir heute schon 10-mal gefightet. Ja, fest. So. Mann, warum muss ich jetzt aus. Also jetzt mal ohne Witz, ne? Ich habe heute diesen Modus schon eine Stunde gespielt, ne? Und das ist mit Abstand der beste Player auf dem Server. Der ist absolut krank, der Typ. Aber seit wann habe ich einen Unban mit diesem Account? Wundert mich echt. Ich habe eigentlich einen Permaban gehabt. Sei denn Fight Obelion hat tatsächlich was geregelt bekommen. Dann nochmal Doppelpiece an die Fight Obelion. Damit man sieht, wie viel Knockback ich denn aus der gegnerischen Perspektive bekomme. So. Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss das halt uncut halten, glaube ich. Also das ist so ein 9 Minuten Video vielleicht, ich weiß nicht genau. Modus, danach gehe ich auf Kit PvP oder so. Gut, vielleicht an der Stelle. Soll ich Pot spielen oder? Ich mache einen Bot. Dann stehe ich mal auf den Server, wo ich. Ich habe natürlich diesen gezeigt, sondern noch, das kommt das meiste passiert. Das habe ich am Anfang gezeigt. Kann ich ja nochmal mit einer vernünftigen Minecraft-Version das zeigen. Ja. Ich glaube, das Einzige, worauf, ja, okay, Reach und sowas passiert dann halt. Für gewöhnlich würde man denken, dass es ein Jack-Teil ist, aber das ist dann ja ganz klar. Dann also müsste ich auch irgendwas aktiv machen. Neben dir rumfliegen. Hey, ja. Swag. Swag. Ich dachte, er macht jetzt einen Prank. Nee, ich kann nicht auf. Ich konnte nicht hier drauf switchen, weil hier, da meine Depp-Taste war, deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt. Aber jetzt kann ich wieder fröhlich lernen, Leute. Jibra! Ja, seht ihr, ich werde jetzt schon Hack to Set. Also jetzt mal, no joke! Wenn jetzt noch jemand denkt, dass ich hacke. Oh, ey. Heilige Scheiße.
Du bist zu gut für die Zähne. Ich halt eigentlich mal, das waren ja vielleicht 4 Hits, die ich gemacht habe, der ganze Schule. Und sonst muss ich dann wieder mein Schiff nach. Ich muss gleich noch auf HPVP anfangen, die Fans. Für die Fans. Für die Fans. By the way, ich schneide meine Videos immer nur meine guten Loops rein, nicht meine schlechten. Gerade ist das so, dass jeder Refill gut ist, was? Manchmal mache ich so scheiß Refit, denke so, oh Gott, was hast du da angerichtet? Bin einfach rausgeschnitten. So, okay, weil ich ja, wie ihr wisst, Double Jitter. Nee, wisst ihr eigentlich nicht, habe ich glaube ich nie gesagt. So. Man sieht das allererste Mal, wie ich nochmal betonen, meinen Mauscursor, den habe ich bisher mal ausgeblendet, aus dem Grund, dass ich Double Jitter und das dann absolut shaky aussieht. Und ich das keinen Augen antun wollte. Kann ich auch Straight Line schon mal erwähnt. Das ist halt für Pod wichtig, dass du Straight Line kannst. Für Zoom musst du einfach nur schnell hin und her kommen und so. Da kannst du dann halt machen, wie du willst. Dann kann ich noch Clips hier machen. Dann gibt es dann auch hier den hier. Okay, meine Mut passen jetzt aber irgendwie nicht so gut, dass man den Riesen anlächelt. Ja, zum Schluss. So, jetzt kann ich aber auch noch einmal mit Butterfly zeigen, wie viel Mut ich mit Butterfly bekomme. Und hoffen, dass ich nicht gebannt werde. Okay, der hittet mich halt einfach nicht. Ist auch gut. Tschüss. Wenn ich wirklich einen Fight ganz ernst nehme, dann Butterfly ich gewöhnlich. Ansonsten jitter ich. Weil Butterfly habe ich vor einiger Zeit aufgehört wieder, weil es irgendwie too low war. Weil ich spiele das echt, heute habe ich euch fast nur Sumo gespielt, weil irgendwie mag ich es voll gerne im Modus, ganz viel Spaß. Boah, Junge. Hast du ihn da gerade wirklich rüber geboxt? Pro. So viel zu kein Reach. Ja, das ist passiert, als ich meine Forge-Version geöffnet habe. Ich kann gleich nochmal meinen Vortrag zeigen. Der wurde allerdings größtenteils von Gabin mal durchgesucht, weil Gabin wissen wollte, ob ich da was drin haben könnte, ohne es zu wissen. Ja, der ist wie so ein Stein da reingefallen. Ich hab so einfach One-Hit-Finish und jetzt so zack. Den habe ich heute auch schon mal gesehen. Der war am Anfang übel bad und als eingespielt war, war der wieder relativ gut, aber das war ein Gegner. Also da musst du echt lange mit dem Fallen. Das hatte ich auch schon mal, dass ich jemanden runtergekickt habe, ich dann hinterher gesprungen bin, allerdings dadurch, dass er noch so viel Knockback bekommen hat, länger in der Luft. Genau, länger gefallen ist als ich und ich dadurch verloren hatte. Jo Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und krass, wenn ihr bis hierhin schon geschaut habt. Ich glaube, das geht jetzt 9 Minuten. Ich bedanke mich noch einmal bei Max, der das Ganze für mich aufgenommen hat. Und ja, tschüss. Ja,